Wochenende und Sonnenschein und dann Chrissy ganz allein. Weiter brauche ich nicht zum Glücklichsein. Wochenende und Sonnenschein. Ja, hallo. Ja, moin. Moin, moin. Darf man sagen, dass du gerade ein bisschen, darf man das schon sagen, gerührt warst? So ein bisschen jedenfalls. Es kam Post für mich und da stand erstmalig ein Doppelnamen, obwohl ich ja noch gar nicht unseren Doppelnamen trage, stand in der Post. War nur die Post der Krankenkasse, aber stand... Ja, da standen beide Namen. Das fand ich süß. Ja. Ja. Seitdem grinschte so. Ja. Wie Eichhörnli. Wenn's blitzt. So. Nee, Moment jetzt mal. Jetzt kriege ich erst meinen Kuss. Ich bin ja dafür, dass du den immer am Ende kriegst. Nein. Weil du dann nach Leistung bezahlst. Nein. Naja. So, Kaffee, kann man den probieren? Ich habe ihn noch nicht. Hast du ihn schon probiert? Du hast ihn ja gemacht. Gleich jammert er wieder. Ja, entweder ist da zu viel Kaffeeweißer drin oder zu stark. Ja. Du machst den nicht stark. Nein, ich mach den nicht stark. Oh, und da muss ich erstmal einen schönen Spekulatius mit Schokolade, den du noch nicht probiert hast. Nee. Aber du probierst. Nee, den. Das geht gar nicht. Ach, wow. Das ist sehr eklig. So, ich esse jetzt in Ruhe, du trinkst in Ruhe und wir legen jetzt los. Auf geht's. Egal wann du uns hörst. Egal warum du uns hörst. Egal wie du uns hörst. Es ist wieder Freitag. Es ist wieder 18 Uhr. Und somit höchste Zeit für deinen Lieblingspodcast. Hier sind sie wieder. Die Buddies. Eine fast perfekte Ehe. Gleich ist runtergeschluckt, deswegen sag du erstmal, was gab's für dich irgendwas? Oh, ich muss Handy leise machen. Gab's für dich ein Thema der Woche? Für mich ein Thema der Woche, das sind doch bestimmt wieder die Pochers. Ja, das mit, weißt du ja nur. Für dich ein Thema der Woche. Waren es für dich die Pochers? Amira angeblich einen neuen hat. Nein, also nicht mehr angeblich. Also das Ding ist ja durch. Für mich nicht. Doch, sonst hätte sie ihn jetzt auch nicht blockiert und entfolgt. Und hat übrigens heute noch ganz fresh auf Insta ein Foto gepostet mit einem Notarschild. Ja. Das ist schon auch pieksen. Wieso? Ja, weil das eine Message an ihn ist. Haus. Weil das eine Message, das geht doch keinem was an. Dass das sie ist keine hat. Message an ihn, weil die folgen sich ja nicht mehr und dann sieht das ja gar doch, nicht. Doch, er folgt ihr. Das stand nirgendwo, dass er ihr nicht mehr folgt, Schätzelein. Ja, dann ist er selber schuld. Warum? Warum musst du ein Notarbild posten, wenn du dich... Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn doch? Ja, weil sie mitteilen möchte, dass sie beim Notar ist. Wem? Sie sich Wem will sie das mitteilen? Ja, allen. Ja, so. Nee, ach, ist klar. Du bist total pro Oliver. Total. Nee. Du bist total... Oh, ich muss die Frauensolidarität Nein. hier. Nee, ich kann nur... Seit Februar hat die neun. Zumindest kennen die sich seit Februar. Waren in... vor kurzem in Wien, haben da über Nacht im selben Hotel, waren im Restaurant, Fotos, bla bla, und erzählen wir, wenn die sich seit Februar kennen, dann geht das auch schon eine ganze Zeit lang so. Olli hat es erst über die Bild-Zeitung erfahren. Also da musst selbst du sagen, wenn dem so wäre. Gehen wir davon aus, das stimmt. Ja, dann ist doof. Das ist ein scheiß Move. Ja, dann ist doof. Wenn ich erfahren würde, du hättest einen anderen, das steht ja in der Allgäuer Zeitung und ich erfahre es da zuerst. Ja. Oder? Das würde noch keinen interessieren. Aber ja. Ich mach mal hier dann... Ja, aber es ist doch scheiße. Also, da kann ich auch verstehen, dass er sauer ist. Und da kann ich auch verstehen, dass er sagt, ja, der Podcast ist hier Geschichte. Weil, nein, hör mal zu, wenn wir jetzt in der Situation... Wir haben das ja schon, ich habe das ja schon vor Wochen erzählt. Auch vor einem Monat, ich glaube, in unserer ersten Folge schon. Dass ich glaube, der Podcast hält nicht mehr lange. Ja. Und jetzt ist das auch so passiert. Ja. So, warst du nicht damals noch diejenige, die gesagt hat, naja, die sind ja Profis genug und die werden sich schon da zusammenreißen können? Nee, ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Du hast gesagt, es sind doch Profis. Ich sage, ich verstehe es nicht, weil wenn wir uns trennen würden, dann wäre der Podcast auch Geschichte. Warum? Ja, aber du hast ja Verträge erstmal. Nein, und der Vertrag läuft übrigens bis 2024. Na, aber jetzt finden sie ja auch eine Lösung, hätte man vorher. Ja, aber es geht ihnen ein hoher sechsstelliger Betrag verloren. Ja. Na, aber ich meine ja nur so. Also, hättest du, sind nicht in der Position. Echt? Hättest du auf, wie viel auch immer, ein hoher Sechs, sagen wir mal, 400.000 Euro verzichtet? Wenn ich mit dir nichts mehr zu tun haben will und mit dir keinen Podcast machen. Können wir uns doch einmal die Woche auf ein Käffchen und ein Küsschen zusammensetzen? Nee. Und für mich war das dein Neuer nicht erlaubt, oder was? Für mich war das schon die ganze Zeit am Mira verstanden. Genauso mit diesem Geburtstagspost, mit dem Hochzeitstagspost. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so...
Mua. Er braucht jetzt nicht mehr um sie kämpfen, wenn sie es beendet hat. Sie hätte ja vorher kämpfen müssen. Mua. Und da kann ich ja mir total übrigens verstehen. Die Videos mit Olli und den Kindern total süß. Ja, total süß. Ja. Ja. Und dass er sich trotzdem an die Regel hält, Kinder kommen nicht vor die Kamera, man hört ihn nur so ein bisschen, das finde ich auch okay und das kann man auch machen, ja, wenn man das. Auch da bin ich mir aber nicht sicher, ob er das in Stillheit gemacht hat, um sie zu triggern. Ja, natürlich. Na, jetzt ist er mal gut. Nein, aber ist doch so. Ja, weißt du doch gar nicht. Ich kann da Amira total verstehen, auch dass sie da total. Geh doch mit ihr Kaffee trinken. Total angenervt ist, weil er vor der Kamera und so einen auf leidenden Hund macht und mimimi. Ja, und sie macht es halt nicht. Na, natürlich leider. Sie steht ihre Frau. Sie hat ihn betrogen. Ach nein. Sie ist fremdgegangen. Aber das weißt du doch gar nicht. Ja, aber du weißt doch auch so vieles nicht. Die Bild-Zeitung weiß es, ne? Ja, die hatte. Ne? Und was weißt du über den neuen eigentlich? Nur, dass er verheiratet ist und. Ach, ist er verheiratet? Das wusste ich noch gar nicht. Der ist verheiratet. Ich weiß, dass der Babolen bei DSDS vor der Jury stand und wollte Superstar werden und ist total famegeil. Und ich habe das Gefühl, der macht das nur um. Ja, das haben sie gestern in den Nachrichten auch schon gesagt. Echt in der Tagesschau oder in welchen Nachrichten? Ja, heute Morgen, glaube ich, im Frühstücksfernsehen. Ich weiß nicht. Irgendwo haben sie das gesagt. Du weißt genau, es juckt mich nicht. Nee, so gar nicht. Ach, das juckt dich dann wieder nicht, ergreifst aber Partei. Aber dann sag doch wenigstens mal, wie scheiße du das finden würdest, wenn er das macht und mit ihr spielt, um Bekanntheit zu erlangen. Ja, natürlich. Ja, also. Das ist ja wieder ein Stück weit, dass ich pro Amira bin. Also ich würde ihr das nicht gönnen. Auch wenn Olli nein, das... Natürlich, ne? Natürlich, für sowas gönnt man niemandem. Na, niemandem. Nein. Meine Ex-Frau hätte ich das schon gegönnt. Nee. Nee, doch. Ja, und ansonsten so, ja, muss man mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil es gibt da echt bist so ein paar... Eingenommen. Nee, es gibt da so ein paar Parallelen, die ich sehe bei meiner Trennung und bei den beiden Trennungen. Mein Ex hat auch erst hinterher rumgeheult. Hat er auch eine Tussi, die zu DSDS wollte? Nein. Nee. Aber er hat auch erst hinterher rumgeheult, als alles schon vorbei war. Und da hattest und du damit schon, er hier so ei, armer Kerl. Und da hattest du schon eine Affäre mit mir am Laufen im halben Jahr, muss man mal sagen. Wie, nee. Da kannten wir uns ja noch gar nicht. Ja, erzähl ruhig, du kannst es jetzt hier mal erzählen. Wir kennen uns eigentlich schon seit 20 Jahren, ne? Wir haben schon über WhatsApp haben wir schon eine sexuelle Beziehung geführt, schon lange. Du bist auch eine Fremdgeherin. Jetzt kannst du es ja nicht mal erzählen. Ja. So, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Zumindest gibt es da jeden Tag irgendwie eine neue Meldung. In der Bild-Zeitung. Nee, das stimmt ja gar nicht. In den Boulevardmedien. Ja. In der Bild-Zeitung. Liebe Bild, schreib doch mal was über Christine Battermann-Frei. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Leichen im Keller, die man ausgraben könnte. Ja, sucht mal. Aber das heißt jetzt, nachdem sie... ist dir das eigentlich klar, dass wir jetzt hiermit ab sofort heute... mit Folge 12 übrigens, Glückwunsch zu Folge 12, dass wir ab sofort Deutschlands wichtigster Pärchen-Podcast sind. Sind wir. Denn den anderen gibt's nicht mehr. Und wer macht sonst schon Pärchen-Podcast? Kennst du einen? Die Wendlers. Ja gut, die Kaulitz-Brüder machen auch an. Das sind keine Pärchen. Naja, man weiß das nicht so genau. Ne? Das sind Brüder. Ja, weiß man das alles so genau? Oh. Man muss ja mal so ein paar steile Thesen in die Welt setzen, damit das Aufmerksamkeit generiert, weißt du? Aber Kaulitz hier, Bill ist der nicht mit Heidi zusammen ist, ne? Ja, ja, genau. Habe ich jetzt die Tage wieder, ich glaube, er hat das in seinem Podcast, ich höre das nicht, aber Vera Entfehn ist zum Beispiel ein großer Fan des Kaulitz-Podcasts. Mhm. Warum sie kein Fan von unserem Podcast ist, weiß ich nicht, aber vielleicht müssten wir sie nur noch mal draufstupsen und mal markieren jetzt hier auf Instagram oder so. Vielleicht. Ja. Auf jeden Fall hat Kaulitz wohl, ich denke, es war im Podcast gesagt, dass er bis dato nur Pech in seinen Beziehungen hatte, weil er immer betrogen wurde. Das ist scheiße. Echt? Bist du auch so ein... Also findest du den auch so ganz nett und so gehörst du auch zu den... Ach, auch der ist doch niedlich. Oh Gott, also du redest wie ein Welpe über den. Als müsste man den, oder als würde dir gleich die Milch einschießen oder ja, so. Ja, also der ist ja auch so sehr jung. Aber groß. Das macht nichts. Und so jung ist der gar nicht. Der ist über 30 doch, oder nicht? Ach, für mich ist der immer sehr jung.
du bist doch über auch... Über 30? Ich glaube schon. Das glaube ich nicht. Heidi ist doch... Ist Heidi nicht 50 und, ja, und der andere ist Ende 20? Also, sind Zwillinge? Das sind Zwillinge. Ja gut, dann sie ist er Ende 20. Dann, was weiß ich. Aber Ende 20 ist auch nicht mehr so jung. Die sind außerdem schon 5 Jahre ein Paar oder so. Ich bin jetzt fast 40. Ja, dauernd. Du hast noch eine 3, aber der ist vielleicht 10 Jahre jünger als du. Ja, 10 Jahre. Das ist doch nicht gleich, dass du Muttergefühle kriegst. Aber natürlich, das ist so niedlich. Aber was soll denn Claudia Obert bekommen bei Max? Weiß ich nicht. Großmuttergefühle, ja. Oder was? Also, unglaublich. Ja, der arme Bill hat ja immer nur Pech. Ist nicht schön. Nö. Nee, ist nicht schön. Kann er sich an unserem Beispiel nehmen. Spätes Glück kann passieren. Und er ist ja, wie du gerade festgestellt hast, noch jung. Ja, er ist noch jung. Da kann noch viel Wasser den Rhein runterlaufen. Ja, man muss schon viele Frösche küssen. Sprichst du da aus Erfahrung? Ja. Ja, okay. Waren da einige Kaulquappen auch dabei? Na, Kaulquappen waren keine dabei. Aber Frösche, die keine Prinzen wurden. Sondern in was haben sie sich verwandelt? Weiß auch nicht so recht. Hm. Naja. Aber ich finde ja diese großen Kröten eher unangenehm. Wie heißen die? Haben die einen Namen? Diese mega großen Kröten. Du meinst den Ochsenfrosch? Ja, genau, der war's. Die finde ich unangenehm. Einfach so nicht gibt's hübsch. Gibt's die hier? Das weiß ich nicht, ob es die hier gibt. Ja. Ja, wollen wir erstmal gossipmäßig weitermachen oder wollen wir uns um ein seriöses Thema erstmal kümmern? Du darfst das gerne entscheiden. Ja, dann machen wir doch erstmal mit Gossip weiter. Das wundert mich jetzt ja. Wenn wir schon hier drin sind. Wir können ja nicht immer hin und her flippen hier. Bist du da klar? Das ist ja die Mischung macht. Sonst schalten uns jetzt die Leute alle weg und sagen, oh Gossip, oder spulen 30 Minuten vor, dann sind wir aber schon wieder, oh, mir ist das wurscht. Aber merk, du bist schon so richtig so eine, wie heißt das, High Society Lady geworden. Nein, bin ich nicht. Du bist Allgäus Antwort auf Frauke Ludewig. Echt? Ja. Das muss man mal so sagen. So, okay. Dann machen wir mal mit Gossip weiter. Britney Spears hat ja ihre Memoiren veröffentlicht. Ja. Und da übrigens, um wieder auf die Bild zurückzukommen, gibt es jeden Tag einen Auszug und alle möglichen Schlagzeilen. Hast du irgendeine in den letzten Tagen gelesen? Ja, nur, dass sie wohl schwanger war und abgetrieben hat. Von wem war sie schwanger? Ja, vom Timberlake. Ja, vom Meister Justin. Wo ist doch angeblich das Jungfrauenpärchen schlechthin war damals. Kannst du dich erinnern? Wir sind beide so unberührt. Und jetzt kam gestern die Meldung raus, sie ist mit 14 schon keine Jungfrau mehr gewesen. Ja, aber ist doch süß, dass alle das geglaubt haben. Ja, das ist ähnlich wie bei dir, oder? 14 war doch auch so die Zeit. 14, 15, ne? 15. Ja. Guck mal, ich war viel später dran. Ja, du bist auch ein Spätzünder. Ja. Aber ich verrate nicht, wie alt ich war. Oder? Ja, mach halt. Ja, steht das morgen gesagt in der Bild-Zeitung. Ach, erzähl doch nicht. Ich war 19. Ja, voll also so richtig. Nein, man muss ja unterscheiden zwischen so richtig und so. Naja, Sex ist Sex, oder? Nee. Oralverkehr ist auch Sex. Ja, wir reden aber schon vom Einlochen. Golfplatzmäßig. Ja, okay, genau. Verstehe. Die Frau mit den 18 Löchern, war das jetzt frauenpeinlich? Nein. Ich möchte mal wissen, wo du die 18 Löcher hernimmst. Ja, alles Mögliche gibt es da. Ja, okay. So. Das könnte auch ein Horrorfilm werden. Wir waren bei Britney Spears. Genau, also mit 14 schon, mit 13. Was war denn das noch? Hatte sie einen schweren Unfall und hatte Angst zu sterben? Da gab es irgendwie einen Unfall, das war heute Schlagzeile. Und dann hat sie was geschrieben, das gab doch dieses Foto, wo sich die Haare abrasiert hat. Das war 2007. Kannst du dich daran erinnern, wie du das damals fandest? Dran erinnern, ja, das ging schon. Mit Glatze. Ging ja, das ging schon an um mir vorbei. Ja, ich weiß, aber es ging an mir vorbei, weil. Mhm. Aber es hat ja jeder gedacht, die dreht jetzt völlig durch, die wäre psychisch. Ich dachte mir nur, die arme Frau. Okay. Du nicht? Nee, ich dachte wirklich, also da muss doch irgendwas, also dass eine Frau sich die Haare abrasiert, da muss schon ein bisschen was im Busch sein. Lass die Finger von meinen Haaren. Also das Ding ist, es war ja auch zu der Zeit, wo sie entmündigt war. Oder danach wurde sie entmündigt, wie auch immer. Seit wann das lief. Da auf jeden Fall, wo der Papa ja nur noch Zugriff auf die Kohle hatte und der ja mit beiden Händen wohl irgendwie sehr gut davon gelebt hat, sagen wir mal so. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie da wieder selber Zugriff hat. Ich glaube 2-3 Jahre, länger ist das noch gar nicht her. Ich glaube noch nicht mal so lange. Oder ich glaube höchstens 2 Jahre waren Und sie hat zumindest auf dieses Foto hin, hat sie nochmal kommentiert,
das war die Zeit auch, das war eine Höllenzeit für sie, und zwar aus folgendem Grund. In dieser Zeit, als sie mit Glatze rumlief, hat keiner mit ihr geredet, weil sie alle so hässlich fanden. Okay. Also sie hat das, sie wurde auch angefeindet und es wollte keiner was mit ihr zu tun haben. Ja, ja. Was auch bestimmt mit Social Media und so mit dann zu tun hat, denke ich. 2007, ja. Ja, da hatte man so, schon Social Media. Aber es war noch lange nicht so krass wie heutzutage. Nee, natürlich, ne? Aber wenn du eh schon psychisch labil bist, was Britney Spears in meinen Augen schon lange war, dann macht das schon was mit dir. Das stimmt. Dann habe ich noch gerade gelesen, es gab doch diese Kurzhochzeit mit dem Alexander irgendwer, ich weiß gar nicht, wie der hieß, die doch nur in Las Vegas geheiratet haben, spontan eine Woche später sich haben wieder scheiden lassen. Yeah. Und da hat sie auch nur geschrieben, wir haben aus Langeweile geheiratet. Ja, aber das sagt ja auch vieles aus. Also, ja. Und dann in den letzten Jahren diese Eskapaden immer, gerade auch seitdem sie wieder Zugriff auf ihre Cola hat, dass sie ja auf Instagram und so teilweise Nacktfotos postet, die dann gelöscht werden, weil du ja keine posten darfst, oder sie einen Tag später selber wieder löscht, oder ganz obskure Videos, wo sie vor sich hin fantasiert und Dinge erzählt, und wenn ihr wüsstet und meine Eltern und meine Geschwister, oder ich glaube, es ist nur eine Schwester, weiß ich gar nicht, wenn ich auspacke, dann seid ihr fertig. Also psychisch labil, glaube ich, auch immer noch, habe ich das Gefühl. Ja, also ich glaube nicht, dass du es, wenn du es einmal so in diesem Maße bist, dass du es auf einmal nicht mehr bist. Ja. Aber da hat halt auch ganz viel dieses ganze Vormundschaftskackzeugs da fertig gemacht. Also ja, aber ich glaube. Und in Amerika ist es ja wirklich schwierig, da jemals wieder rauszukommen. Ja, was sie jetzt Gott sei Dank ist. Ja. Und wir hoffen, dass sie wieder in normale Bahnen zurückfindet, ja, und wieder ein normales Leben führt. Was aufgrund ihrer Popularität nie einfach sein wird, denn sie wird nie anonym irgendwo sein können. Sie wird nie ihre Ruhe haben. Ja. Deswegen schätzt du das bitte noch, dass du beim Lidl einkaufen gehen kannst, ohne dass man das Handy zückt und hinter deswegen dir herkommt? Deswegen wollte ich in meinem Leben noch nie berühmt werden. Also okay. Warum machst viele du das Mädchen, hier? Naja, ich werde das, damit glaube ich, werden wir nicht berühmt. Okay. Also viele Mädchen träumen ja davon, dass sie berühmt werden und Stars, und das wollte ich nie. Nie. Okay. Nee. Guck mal, das unterscheidet uns. Ja, du Hopper, du. Ja, ich wusste schon, wollte in den 90ern schon da so steil gehen. Aber es ging steil nach unten. Tja. Dann zum Thema Gossip müssen wir natürlich ansprechen, weil jetzt ist es linear ausgestrahlt worden. Nochmal zwei Sätze zum Sommerhaus der Stars. Die Prügelei, die keine war. Ja. Valentina ist weiterhin unterwegs auf Social Media und sagt, dass wir wurden geschlagen und so weiter. Und dann aber einen Tag später kam raus, es gibt ja das Promi-Boxen, das Fame-Fighting am 4. November. Und es wird der Can, also der Partner von Valentina, gegen Gigi kämpfen. Ja. Der übrigens, weil es sind immer nur 3 Runden angesetzt. Und der Can hat noch gefordert, lass uns bitte 5 machen, weil 3 Runden, sorry mein Freund, du duckst dich eh nur und dann ist nichts. Ich will dich richtig fertig machen. Lass uns 5 Runden machen, weil wenn du so eine große Fresse auch weiterhin hast, dann zeig mir, was du drauf hast. Und Gigi hat es wohl abgelehnt, 5 Runden zu boxen. Ja, also. Ja, kann man doch machen, weil wenn er ihn doch K.O. macht, dann ist auch in der 3. Runde schon fertig. Also man kann doch sagen, dann lass es die 5 Runden ansetzen. Ja, man muss aber auch nicht auf so ein kindisches Genöle eingehen. Ach, man kann doch einfach, wenn man mal eine große Presse hat, auch mal Eier haben. Und Gigi hat eine große Presse, oder? Sind wir mal ehrlich, oder? Ja, aber der Can auch. Ja, der ist doch eher so Max-mäßig Hündchen und mäßig unterwegs, oder? Nee, also ich würde den im Leben niemals mit Max vergleichen. Nie, ja, nie. Nie. Nein. Nee. Aber Claudia würde auch keine anderen Menschen schlagen. Glaube ich nicht. Genau. Obwohl, im Suff. Und das war ja kein, also das war eine, Gigi war das auch war Suff, eine Schelle, ne? In die... Der Alex hat mir noch gesagt, leider habe ich es mit Boris nicht thematisiert, können wir nochmal. Hattest du das Gefühl, Alex hat das Gefühl, dass er durchaus gut angeheitert war, der Gigi, und dass das aus natürlich. Alkohol-Laune deswegen hat es, also das hat wahrscheinlich auch die Hemmschwelle ziemlich runtergesetzt. Mhm. Aber es war halt de facto so, dass der Gigi Can eine Schelle verpasst hat, in die Valentina reingelaufen ist. Ja, aber eine richtige Schelle. Also es war eher so ein bisschen mit der Hand das Gesicht wegdrücken, würde ich mal sagen. Also, es war und kein in Schlag. Diese Schelle, in Anführungsstrichen, ist sie halt reingelaufen. Ja. Wenn ich in die Schussbahn renne, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich eine geschossen kriege. Also, ach ja, es ist... Ach.
Dann das ist mühselig. Darf ich gerne nochmal erwähnen, ich mache mit dem Kollegen Boris Brandt jede Woche hier auf diesem Kanal einen Podcast zum Thema Sommerhaus. Und zwar jede Woche wieder neu zur aktuellen Folge. Und wir sind gerade dabei. Ich habe Kontakt zu Justine. Ja. Und eventuell ist die nächste Woche mit am Start. Wir hatten schon Tim Tobé da, wir hatten die Fußbräuß schon da und Justine ist vielleicht die nächste. Schauen wir mal. So, wären wir gespannt auf jeden Fall. Wenn ihr mit der Valentina klarkommt, dann kriegt ihr beide einen Preis von mir. Das ist mein Ziel. Mit Folge 12 spätestens, dass Valentina dabei ist. Aber ich habe so das Gefühl, die würde das bei uns nicht umsonst machen. Nein. Und ich weiß nicht, wie du momentan finanziell aufgestellt bist. Ich würde im Leben keinen Cent ausgeben für Valentina. Wirklich nicht. Apropos, würdest du aber einen Cent ausgeben, dass wir uns das Promi-Boxen anschauen? Ja, das würden wir uns anschauen. Wer übrigens auch noch mit dabei ist, ist der Alex. Okay. Und weißt du, gegen wen? Weiß ich nicht. Mit dem Diogo. Okay, hatten die auch was? Ja, denn beide Kerle, der eine Ex, der andere aktuell, ist ja mit Christina verbandelt. Der hysterischen. Christina von Temptation. Ja. Alex ist der Ex. Und Diogo hatte auch was. Ja. Aber achso, der hatte nur was. Das weiß ich nicht, ob es aktuell noch ist. Aber zumindest haben beide was mit Christina gehabt, zumindest. Ja, dann können sie beide was ab. So. Genau, da sind sie schon gut geschult. Ja. Und jetzt habe ich nicht gelesen, gegen wen, aber auch André Mangold, also unser Spucker, ist auch mit dabei. Der spuckt sie alle nieder. Der spuckt sie alle nieder. Ja. Ja. Ansonsten, wir können leider unsere wunderbare Rubrik diese Woche gar nicht machen. Was haben wir diese Woche geschaut? Denn wir haben eigentlich nichts Spruchreifes geschaut. Wir haben viel geschlafen natürlich. Dann habe ich ohne dich weitergeguckt, aber wir haben nur die üblich verdächtigen Sachen geguckt. Wir können mal kurz sagen, unsere schönsten Jahre war Thema. Ja. Konntest du so ein bisschen nachforschen? Hat man in den 80ern Bild rumgemacht? War also das meine normal? Mama hat gesagt, erstens ist sie dafür noch zu jung und zweitens... Wie? Die war 1980 noch nicht auf der Welt. Doch, da war sie schon auf der Welt, aber da war sie noch nicht, also 80 noch war nicht. Sie natürlich schon, da war sie auch schon verheiratet. Auch schon geschlechtsreif, ja. Nee, warte mal, noch nicht ganz verheiratet, 82 hat sie geheiratet. Aber also meine Mama hat das nie gemacht und sie hat das auch nie im Umfeld mitbekommen. Gab auch nie so einen Freundschaftsbus. Nein, also bei meinen Eltern, ich glaube, mein Papa war ziemlich eifersüchtig. Mhm. Also das glaube ich, das hätte er nicht so geil gefunden. Wie ist das unter, ich kenne das ja durchaus auch, dass Frauen das unter sich gerne machen, also Begrüßung, so ein Begrüßungsküsschen auf den Mund. Warst du immer so eine, die das auch gemacht also hat mit Freundinnen? Also auf den Mund, ich mache das schon. Ach. Ja. Guck mal. Ja. Da unterscheidest du schon zwischen Männlein und Weiblein. Oder wenn deine Arbeitskollegen auch so begrüßt auf der Arbeit. Meine Arbeitskollegen werden nicht so beglüßt. Beglüht. Ja. Beglüßt. Nein. Okay. Aber die Mädels schon? Ausgewählte, ja. Okay. Dürfte ich das? Also nicht mit deinen Freundinnen, sondern mit meinen besten Freundinnen. Nee, ja. Das ist ja weiblich. Aber mit meinen besten Freundinnen. Ja. Ah, okay, verstehe. Genau. Also Holger und Co. Genau, wir begrüßen er darf uns euch demnächst. Mario. Du darfst mit Holger und Mario auch rumknutschen, wild. Okay. Ja. Ja, das wirft ganz neue Perspektiven auf meinen nächsten Besuch in Hamburg. Ja, also wirklich, go for it. Ja. Gut, dass wir das auch mal hier geklärt haben. Das wirft ganz neue Perspektiven. Also beim Promi-Boxen sind wir dabei. Wie gesagt, das veranstaltet die BILD, deine Lieblingszeitung. Und wird auch nur auf BILD.de gestreamt. Ja, was natürlich bedeutet, es kostet. Ja, natürlich. Und weil deswegen fragt dich, bist du bereit dafür auszugeben? Es kostet 6,99 € den ganzen Abend. Ja. Aber das kann man investieren, um zu sehen, wie... das machen wir ganz einfach, das investierst du. Okay. Dann ja gut, aber das Ding ist natürlich, da musst du für wach bleiben. Also, wann läuft das? 19:45 wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange es geht, keine Ahnung. Und wann? Am 4. November. Das ist gut, da habe ich noch Urlaub. Ach, siehste. Das heißt, du schläfst 2 Tage vorher besonders gut, damit du dann... Aber 19:45 ist jetzt... Also, dass das schon für dich eine Herausforderung ist. Nee, 19:45 nicht, aber wer weiß, wie lange es geht. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob es auch einen Damenfight geben wird. Das habe ich noch nicht gelesen. Aber man war doch immer. Veröffentlicht. Oder? Ja, das ist ja nicht das Normale. Also das ist ja von der BILD organisiert. Ach so. Das heißt ja auch nicht Promi-Boxen, das heißt ja Fame-Fighting. Das haben die extra gemacht, wahrscheinlich wegen dem Sommerhaus. Ja, genau. Ja. Deswegen verwundert, dass RTL sich das nicht gegriffen hat, weil das wäre natürlich... Die waren wahrscheinlich zu spät dran. Wahrscheinlich. Oder da gibt es dann den Rückkampf. Ja,
Das mag sein. Übrigens habe ich im Stream von Justine, in der ich ja war, wo ich sie übrigens gefragt habe, ob sie in den Podcast kommt, hat sie übrigens noch gesagt, auch sie hätte gegen Valentina geboxt. Hätte sie gemacht. Hätte sie Spaß dran gehabt. Ja, und ich glaube, ich weiß, wer gewonnen hätte. Und es wäre nicht Valentina gewesen. Ach, herrlich. So, dann gucken wir mal, Gossip-mäßig, was haben wir denn da noch? Ja, es geht wieder los mit Bauer sucht Frau im November. Okay. Das liegt wieder an. Dann, wo wir gerade beim Sommerhaus waren. Bushido hat in dieser Woche verkündet, er würde gerne im nächsten Jahr ins Sommerhaus einziehen. Das fände ich in der Tat interessant. Vor allem ist es mal ein A-Promi, muss man mal wirklich sagen. Also ja. A-Promis waren nur den ersten ein, zwei Staffeln mal da. Ja. Und er hat schon gesagt, er würde in der Regel immer ganz cool bleiben. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn doch, du das glaube ich schon. Bei einer Valentina? Der wird in der Ecke. Ich glaube, der kann das. Nee, ich glaube, der aber kann die Frau, also Anna-Maria, die ist ja ganz tough, Bushido. Ich meine, die hat 8 oder 9 Kinder, haben die zusammen, ne? Ich glaube, die haut eben da Valentina drum, eher eins aufs Maul, aber oder? Eben drum können die ruhig bleiben. Hallo, 8 Kinder. Wenn du da nicht ruhig bleiben kannst, bist du im Irrenhaus. Ja, und man wohnt in Dubai ja mittlerweile. Ja. Auch da. Ich glaube, es hat aber auch was mit der Vergangenheit von Bushido zu tun, dass sie jetzt da so ein bisschen... Du meinst nicht steuerrechtliche... Nein. Ach, komm. Ach, jetzt... Bestimmt auch. Das ist so ein schöner Nebeneffekt. Ja, okay. Aber Bushido und Sommerhaus, mal gucken, ob das stimmt. Fand ich ganz witzig. Und dann machen ja seit einigen Monaten uns noch 2 andere Podcast-Konkurrenz. Die sind relativ zeitgleich mit uns gestartet. Und zwar 2 alte, weiße Männer. Genau, Mike Krüger und Thomas Gottschalk machen einen Podcast jede Woche. Ich glaube, die machen uns keine Konkurrenz. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind konkurrenzlos. Ach so. Ja gut, ja, das war reichweitenmäßig definitiv. Ja. Und da ging es ja darum, dass wir haben das hier schon mal thematisiert, dass ja Desiree Nick nackt im Playboy war. Live wahrscheinlich auch. Ja, nackt im Playboy war. Ja. Und sie ja gesagt hat, ich kann mich überall zeigen, bla bla. Thomas Gottschalk kann mich gerne in die letzte Betten das holen, die am 25. November ist. Und auch da ziehe ich mich gerne aus, kein Problem. Ich zeige mich gerne, worauf Gottschalk dann gesagt hat, oh nee, muss nicht sein. Und der jetzt sieht auch lieber was Junges. Ja gut, er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Trotzdem sieht er lieber was Junges. Ja. Und und im Podcast jetzt mit Mike Krüger hat Mike Krüger eingeworfen, ach, ich möchte, dass du Iris Klein in die letzte Wetten das holst und dass die sich da nackt auszieht, was er auch nicht so besonders gut fand. Aber lieber Iris oder lieber Desiree? Keine? Nee. Übrigens, hast du aktuell mal ein Video von Iris gesehen? Die hat extrem abgenommen. Die hat ordentlich 20 abgenommen. 20 Kilo, oder? Ja. Wieso? Also erstens mal hat sie ja ihr Lipödem absaugen lassen, das Fett. Und lebt jetzt auch, glaube ich, sehr viel gesünder. Sonst würdest du ja so nicht abnehmen. Oder meinst du, es war die Wunderspritze, die jetzt überall... Die Schlankmachspritze. Die Schlankmachspritze. Ja, kann schon sein. Und sie hat ja auch einen Kerl, der aber 20 Jahre jünger ist oder so. Ja, ne? Ich glaube schon auch, dass sie sich vielleicht mit der Katze zusammengetan hat. Die hat ja auch enorm nochmal abgenommen. Die war ja nie dick, die Katze. Die war ja nie dick. Vielleicht kurz nach der Geburt von der Sophia, aber... Dick war sie aber nie. Aber ich glaube, in Corona-Zeiten hatte sie auch so ein bisschen Pölzerchen angelegt. Ja, aber das war ja, also das ist ja, was ich immer schon toll an ihr fand, ist, dass sie zu jedem Pölzerchen gestanden hat und das auch in die Kamera gehalten hat. Mega. Aber die hat jetzt ja auch mit Training und so, hat die ordentlich ihren Körper getunt. Also da muss man mal sagen, Hut ab. Das Durchhaltevermögen muss sie auch haben. Hütchen ab, ja. Hütchen ab. Genau. Und aber ich glaube, ein junger Partner sorgt am Ende trotzdem nochmal dafür, dass man ein Stück weit mithalten möchte. Auch ja. Wenn es unbewusst ist. Du meinst, ich muss mir jetzt einen Jungen suchen? Damit du an dir arbeitest, meinst du? Ja, damit ich irgendwo mithalten will. Ja, aber bin ich jetzt nicht schon Du bist ja alt. Ja, aber ich bin ja auch transformiert. Transformiert, das klingt jetzt... Irgendwie komisch. Ja, musste ich mir ja im YouTube-Kommentar anhören, als ich ja den Alex Schindler Medientalk Bodyshaming-mäßig gemobbt habe.
Weil ich gesagt habe, in seinem weißen T-Shirt sieht man jetzt, wie dick er ist. Und da habe ich gleich einen Shitstorm-Kommentar, so einen richtigen Hater. Ich glaube, das ist mein richtiger erster Hater-Kommentar. Ja. Wo dann so Sachen drin standen, wie ich soll mal, ich als jemand, der nur abgenommen hat, weil er eine OP hatte, mobbt jetzt und basht jetzt seinen Podcast-Kollegen. Also erstmal kenne ich den Alex seit über 15 Jahren. Also wenn wir uns gegenseitig fett oder was auch immer nennen, dann wissen wir, wie wir das einzuordnen haben. Und am Ende ist der Schindler fett. Also er sagt ja selber, dass er da durchaus an sich arbeiten muss, dass da auch... Das macht nichts, Alex, finde ich auch. Nein, ach, also wenn das einer versteht, dann sind wir das gegenseitig. Und da muss ich bei dir eher mehr aufpassen, dass man da nicht einen Satz rausrutscht, der also einfach humorig gemeint ist, du aber nicht gut damit umgehen kannst, weil du das ja auch ein Stück weit verinnerlichst. Nein, da kann ich mit umgehen. Ich darf dich Pummelchen nennen? Ja, darfst du. Echt? Ich hätte Angst davor, dass du mich böse anguckst, die Pucken aus den Augen strahlen. Böse angucken tue ich dich trotzdem. Okay. Aber das ist okay. Also wir haben hier Spiegel und ich kann da reingucken und ich sehe mich. Ja, dann, aber gestern hast du noch ganz allergisch reagiert, als du gesagt hast, du bist dann am Spiegel vorbei und ich dich fragte, ob du dich erschreckt hast. Du gucktest mich an und sagtest, sehr lustig. Nicht. Ja. Ja. Hättest auch sagen können, der war gut. Der war ja nicht gut, ich lüge dich doch nicht an. Naja, gut. Aber wie gesagt, wenn einer weiß, wie es sich anfühlt, dann bin das ich. Ich bin 30 Jahre damit rumgelaufen oder 25 Jahre damit rumgelaufen. Und ich finde, jemand, der das selber durchgemacht hat, darf das auch humorig sagen, wenn er weiß, zu wem er es sagt. Und wenn man also weiß, man darf ich renne ja nicht draußen rum und sage zu jemandem, du bist fett. Du militante Veganerin, bist jetzt auch noch dick oder so. Ich finde, man darf das immer sagen, wenn man weiß, dass es gegenüber nicht sehr verletzt ist. Genau, wir haben ja schon anderes erlebt. Ich sage nur Herr H.K. aus H. Der ja beim Kommentieren von Videos ständig sagt, dass jemand fett ist. Wo ich ja dann ein Reaction-Video gemacht habe. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, wen du meinst. Ja, nicht, dass wir dann doch noch eine Unterlassungsklage kriegen oder so. Wobei das ja nachweisbar ist. Also das, das gibt's ja. Wir haben Beweise. Wir sind mit unserem Gossip durch. Wir haben noch ein Thema. Da bin ich mal ein bisschen heute, glaube ich, kurz dran. Aber wir dürfen auch mal eine kurze, weil letztes Mal waren wir, glaube ich, 1:10 oder so. Heute können wir ja mal, da war das doch die Veröffentlichung zu spät. Erstens, weil es so lang ging und zweitens, weil es an dir lag. Nee, gar nicht. Ja, ja. Wir waren fast pünktlich fertig. Mhm. Und ich musste ja eh weg. Ist klar. Ja. So, wir haben ein Jubiläum wieder zu feiern. Letzte Woche hatten wir 100 Jahre Disney. Haha. Wo es übrigens auch einen schönen Kommentar gab, dass Bambi ein Lieblingsfilm ist. Zum Beispiel Bambi sehr hoch, haben wir aber auch erwähnt. Aber Bambi ist immer so ein bisschen sehr auf die Tränendrüse drückend. Ja. Und ich habe aber übrigens, es gibt ja noch einen anderen, immer schön Cross-Promo machen. Ein weiterer Podcast über Hörspiele, das Ohrenkino, läuft zum vorletzten Mal am 1. November. Dann ist nämlich Schluss. Und in dieser Folge am 1. November habe ich ein Disney-Hörspiel vorgestellt, beziehungsweise stelle es vor. Und zwar Basil, der große Mäusedetektiv. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Ja. Aber da ist es ja ein Hörspiel. Ja, aber das Hörspiel und der Film ist toll. Also vor allem ist das Hörspiel der Film. Es wurde lediglich die Film-Synchro genommen und auf Kassette gepresst. Also, na, hoffentlich mit einem Erzähler, wer sonst? Ja. Ja, aber oftmals auch nicht. Bei Alf zum Beispiel hat man nur die Serie 1:1 auf Kassette gepresst. Ah, das ist ja fürchterlich. Ja. Das ist sehr lieblos. Bei Knight Rider war das auch so. Ja, aber es ist kostengünstig. Aber es ist lieblos. Und übrigens schon bei Biene Maja und so weiter und Heidi war das schon genauso. Es ist lieblos. Ja. Was sitzt du denn hier auf meinem Stuhl? Ja, weil mein Arm einschläft, wenn ich den anders habe. Deswegen musst du das jetzt aushalten. Und du schläfst abends früh ein, nachmittags geht es schon mit den Exkrementen los. So. Mit den Exkrementen? Oder wie heißt das? Extremitäten. Ach so, ja. Das andere ist das, ich verstehe. Guck mal. wahrscheinlich wird man jetzt wieder kommentieren, Buttermann und seine Fake News. Was ist los? Ach Gott, das ist so. Frag mich doch mal, welches Jubiläum feiern wir denn jetzt? Welches Jubiläum feiern wir denn jetzt? 100 Jahre Exkremente, nein. Also, welches? Ja, bist du bereit dafür? Hast du dementsprechend Seriosität, weil das ist schon ein ernsthaftes Jubiläum. Ja. 100 Jahre Radio.
1923 in dieser Woche ist das erste Radioprogramm übertragen worden. Und da sind wir beim Thema und ich frage mich oder frage dich, in deiner Kindheit war das Thema Radio ein Thema? Also ich kenne es von meinen Eltern zum Beispiel, da lief von morgens bis abends das Radio. Nach dem Aufstehen beim Frühstück lief schon das Radio, um Nachrichten und sowas zu hören, schon beim Frühstück. Mein Papa im Geschäft, da lief den ganzen Tag das Radio. Ja, also das war schon ein wichtiges Medium. Und ich habe zum Beispiel, als ich dann irgendwann für meine Hörspiele zu groß war zum Einschlafen, habe ich auch oftmals Radio gehört, mit dem Unterschied, dass es da einfach noch Sendungen gab, wo nicht nur Musik gelaufen ist, sondern da gab es wunderbare Sendungen wie Liebe ist mit Dr. Markus Wawerzonik. Das war ein Sexualberater und der hat donnerstags abends ab 21 Uhr, da konntest du anrufen wie bei Domian und deine Problemchen schildern und er hat Ratschläge gegeben und das fand ich als Kind und Jugendlicher also extrem spannend. Ähnlich wie Dr. Sommer. Außer, dass da wirklich auch, also da haben auch zum Beispiel Frauen angerufen, die vergewaltigt wurden oder so, oder die von ihrem Chef belästigt wurden. Es war schon echt harter Tobak. Und das hast du zum Einschlafen angehört? Na, weil es einfach Stimmen waren und weil es durchaus, guck mal, das ist ähnlich wie bei Domian gewesen. Es hat ja trotzdem eine Faszination und eine Art Spannung. Wie alt warst du da? Das lief das erste Mal 1991, ja, so 13. Das erklärt also so einiges. Pri-pubertär. Thema Radio im Hause frei. War es ein Thema? Ich weiß von deinem Papa noch, mittags zum Beispiel beim Mittagessen war es Radio oft an, am Mittagstisch. Könnte ich jetzt gar nicht. Ja, ich weiß das. Das kann ich mir also noch erinnern. Also ich weiß, dass wir beim Autofahren an hatten und auch ja. Das Segi hat das angehabt. Aber ansonsten, also meine Mama braucht es immer nicht. Okay. Die haben gesagt, mach mal den Krach aus. Mhm. Ja. Okay. Ist, weil deine Mama auch nicht so musikaffin ist? Es gibt Menschen, die sagen, mit Musik fühle ich mich besser einfach, oder ja, so. Ja, aber die mag das einfach nicht, wenn die ganze Zeit irgendwas läuft. Okay. Also das braucht sie nicht. Die genießt doch mal die Ruhe. Die hat ja allerdings auch 4 Kinder. Ich glaube, da genießt man auch echt mal die Ruhe. Okay, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie nicht so musikaffin ist, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich sage, oh, die tut sich mal eine CD rein und hört die mal. Nee, eben genau. Also, da läuft Kindermusik, wenn die Enkel da sind. Genau. Aber sonst, nee. Nee. Ich könnte auch gar nicht sagen, welche Musik der Mama gefällt. Okay, das hätte ich bei meinen Eltern immer gewusst. Ja. Nee, beim Papa ja, aber... Deswegen ist das zum Beispiel ganz komisch, wenn wir alte Filme schauen und da ist Musik bei, wo ich sage, die kann ich in Verbindung bringen mit meinen Eltern, dass das so ein Flashback auslöst. Ja. Nee. Okay. Was hat denn dein Papa gerne gehört? Ja, der mochte zum Beispiel die Michaela ganz gerne. Also so Schlager. Michaela? Hieß doch Michaela. Nee. Manuela, ja. Ja, ist ja fast das Gleiche. Und der mochte Juliane Werding. Das ist meine Erinnerung an ihn. ja. Da sind wir ein, zweimal allein im Auto unterwegs gewesen und da lief die. Und da hat er wirklich so mitgesummt und mitgesungen. Und das ist etwas, was, also ich reagiere anscheinend auf solche Erinnerungen und reize wie bei meinen Eltern auch. Wenn ich was von Juliane Werding höre oder einer dieser beiden Lieder, die wir da gehört haben, sehe ich ihn wieder im Auto am Steuer vor mir sitzen. Ja. Aber man verknüpft ja auch mit Liedern Erinnerungen. Klar. Ja. Oder auch mit Gerüchen. Ja. Weingeruch ist ja Zwieback in Milch. Das ist ein ganz besonderer Geruch, wenn der Zwieback auflöst, also pumpig wird. Und das muss auch gar nicht lecker schmecken, wenn es so pumpig ist. Aber der Geruch hat einen ganz besonderen Geruch und das ist ein Kindheitsgeruch. Okay. Genau. Radio für dich in der Kindheit ein Thema gewesen? Nicht großartig, glaube ich. Also hast du nicht Musik auf Kassette aufgenommen und ja, sowas? Ja, doch, aber nicht. Also da war ich ja dann schon Teenager. Ja, das macht ja nichts, nur Radio in deinem Leben, genau. Ja, nee, du hast in der Kindheit gesagt. Ja, da war ich schon ein bisschen größer. Ja, eine Herausforderung. Kassetten aufgenommen, weil ständig einer dazwischen gequatscht hat. Ja, aber wirklich. Der Bayern 3 Verkehrsservice und der Autofalschfahrer und dann wieder reingequatscht. Antenne Bayern. Okay. Mhm. Ja. Ständig irgendein Geblubber. Die berühmten, wie nennt man das? Weiß man, wie man das heutzutage nennt, wenn man die Kassetten aufgenommen hat? Nee. Mixtapes. Aha. Mixtapes. Okay. Genau, weil ja gemischt alles Mögliche, was einem selber gefallen hat, drauf war. Die man dann teilweise auch mal vielleicht, weiß nicht, ob du das mit Freunden noch getauscht hast oder auch Partys mitgenommen hast. War das zu noch der Zeit? Da war schon CD wieder, ne? Ja, ja. Ja, aber da war schon, ich weiß von mir auch noch, die ersten Schulpartys, so 93, 94. Da hatte man eher die neue Bravo-Hits dabei, die man dann eingelegt hat, aber keine Mixtapes mehr. Ja, und guck mal, 93, 94 war ich 3., 4. Klasse.
Ja, aber Kassetten gab es auch noch Ende der 90er. So ist es ja noch nicht. Also ich habe die bis zu meinem Auszug noch, oder bis 2002, 2003 hatte ich noch Kassetten, großartig. Aber jetzt noch so einen Restbestand, den ich bei Gelegenheit mal digitalisieren muss. Kommt man, wie bei vielen, keine Zeit, kommt man nicht dazu. Ja. Aber auch meine ersten Radiosendungen, die ich selber moderiert habe im Krankenhaus, habe ich alle noch auf Kassette. Die sind noch gar nicht digitalisiert. Das siehst du ja mal, wie alt du bist. Ja, und das war 93. Genau, Radio. Okay, und es war deshalb Antenne Bayern, weil du das gehört hast, das ist die neueste Musik, die gerade angesagt ist? Weil ich den Sender gut reingekriegt habe. Okay. Also entweder an Antenne Bayern oder Ö3, also der österreichische. Okay. Die habe ich halt gut reingekriegt und da liefen halt Lieder, die man so gehört hat. Okay. Heute wiederholt sich halt alles, alle ja, nicht erst Stunden. Heute, gefühlt, also die letzten 10, 15 Jahre hat sich das schon so eingependelt. Ja, und die Begründung der Radioberater ist ja immer ganz lustig. Warum wiederholt sich alle 2 Stunden alles? Zumindest die aktuellen Titel wiederholen sich alle 2 Stunden, so ungefähr. Und zwar deshalb, weil man sagt, der normale Radiohörer ist gar nicht länger am Radio als 2 Stunden. Also das heißt, morgens zum Frühstück eine halbe Stunde oder auf dem Weg zur Arbeit eine halbe Stunde. Und in dieser Zeit willst du ja die Songs hören, die gerade angesagt sind. Du willst nicht 3 Stunden warten müssen, bis du... Aber du möchtest nicht dreimal am Tag die gleichen Lieder hören, weil du dreimal am Tag im Auto unterwegs bist. Und ja, oder gar die, die es auf der Arbeit laufen haben, von morgens bis abends das hören. Also das ist ja auch so ein Ding. Ja, aber das sind, man hat das irgendwann erforscht, der durchschnittliche Radiohörer hört irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 Minuten, wie lange auch immer. Ja, das mag ja auch alles stimmen, aber... Und was ich einfach schade finde, ist, also es hat sich zum Beispiel eines geändert, ich kenne das noch so, gut, ich war natürlich relativ früh radioaffin, also ich habe mit 6 oder 7 Jahren, habe ich meine ersten Kassetten selber aufgenommen, mit meiner Stimme, musste dann meine Tante mal anhören. Dann habe ich ja heimliche Sachen aufgesprochen und sie musste sich das anhören. Und ich war sehr erbost, als sie, weil das für sie nur war, auf einmal legt sie das ein, dass das alle gehört haben, meine Eltern und alle, die da rumsaßen. Nee. Und haben sich mal lustig darüber gemacht, wie ich mit 7 Jahren da irgendwie... Und ich habe sogar noch, ich habe noch eine Kassette, das kennst du selbst nicht. Da war ich, wie alt war ich denn da? So 10. Da hatten wir gerade frisch MTV. Und Kabelanschluss. Und da gab es immer eine Sendung, die hieß Dial MTV. Das heißt, du konntest voten die meist gewünschten oder geboteten Clips, 5 Stück jeden Tag, so wie eine Hitparade, wurden dann gespielt. Und ich habe die an- und abmoderiert, die Songs. Da war zum Beispiel damals gerade in Madonna's Like a Virgin. Und da moderiere ich auch, während der Fernsehton im Hintergrund läuft und ich die Musik aufnehme, moderiere ich da das an. Das hört sich ganz schrecklich an. Ja. Ja. Wenigstens siehst du es ein. Ja. Aber wobei, es ist auch eine schöne Erinnerung. Dein Part, mir eigentlich zu widersprechen und zu sagen, wie süß ist das denn? Das kann doch gar nicht so schlimm gewesen sein. Ist es. Ja, du weißt es doch gar nicht. Nee, vielleicht würdest du es ja ganz süß finden. Bestimmt. Naja. Ich wollte sagen, dass man auch noch wegen Sendungen, heute gibt es keine Sendungen mehr. Es heißt, was weiß ich, Antenne Bayern am Morgen, Antenne Bayern am Mittag, es gibt keine Sendungsnamen mehr. Mhm. Eine Sendung ging früher 2 oder 3 Stunden, dann kam der neue Moderator. Mittlerweile sitzt ein Moderator 5, 6 Stunden da. Da gibt es eine Frühschicht. Echt? Ja, die Morningshow nicht, die geht meistens auch von 5 bis 10 oder 5 bis 9, du bist auch deine 4, 5 Stunden. Dann gibt es die Vormittagsschicht, 9 bis 13 oder so, und dann ist schon der Nachmittag, 14 bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr. Also es sind 3 Moderatoren den ganzen Tag nur da, da wo früher 5, 6 Sendungen liefen. Und jede Sendung hat einen anderen Inhalt. Mittlerweile besteht eine Sendung ja nur noch aus reiner Playlist-Musik. Hier mal ein kleines Thema, da mal ein kleines Interview. Aber an sich braucht es keine Sendungstitel mehr, weil alles austauschbar geworden ist. Und auch die Moderatoren sind sehr austauschbar. Es gibt früher, hat man gesagt, oh, die Stimme finde ich cool, den Moderator, der hat eine eigene Art zu moderieren, wegen dem schalte ich ein, wann sendet der immer? Ah, der sendet diese Woche, weil die auch Wechselschicht gehabt haben, der sendet diese Woche jeden Nachmittag. Dann hat man nachmittags auch mal eingeschaltet, weil man den oder die ganz cool fand. Ja. Das gibt's mittlerweile gar nicht mehr. Es ist nämlich seit Jahren nicht mehr gewollt, dass du eine eigene Personality, also eine Personality am Mikro bist, sondern es soll alles gleich klingen.
Und warum? Weil die Chefs und die Berater gar nicht wollen, dass du einschaltest wegen jemandem, sondern du sollst den ganzen Tag eingeschaltet lassen. Und wenn du jemanden toll findest, ja, schaltest du wegen dem ein, aber wenn du jemanden doof findest, schaltest du auch wegen dem aus. Und das will man vermeiden. Es soll deswegen alles relativ gleich klingen, damit du den ganzen Tag dran bleibst und es dich nicht stört. Und ich finde, das Medium Radio ist mittlerweile seit einigen Jahren es ist nichts Besonderes mehr. Radio war mal was Besonderes. Es gab, habe ja von erzählt, ne, so diese Beratungssendung, dann weiß ich, im Norden, in der Norddeutschen Rundfunk, NDR 2, gab es sonntagsabends eine Single-Börsensendung. Ja, da hast du die am Telefon gehabt, die erzählen, wie ihr Partner sein soll und so weiter. Da hast du Leute übers Radio kennengelernt, deinen zukünftigen Partner. Ja. Und solche Geschichten. Und es gab Comedy-Rubriken, die auch mal lustig waren. Die Kollegen Kalkofe und Welke haben im Radio angefangen, haben jahrelang Comedy-Sendung sonntags morgens, 3 Stunden lang, muss man sich mal überlegen, gemacht. Alles heute unvorstellbar, weil das würde den Radiofluss unterbrechen und das will man nicht. Ja, aber ja. Und auch eine Unart übrigens, dass oftmals, sagen wir spätestens ab 20 Uhr, nichts mehr live ist, außer die Nachrichten. Das heißt, entweder wird gar nicht moderiert, da läuft nur der Musikcomputer, in der Nacht definitiv zwischen 0 und 6. Ausnahmen sind auch hier einige öffentlich-rechtliche Sender, die sich dann aber zum Beispiel eine Sendung teilen. Da gibt es zum Beispiel eine Nachtsendung. In der einen Woche macht es der Bayerische Rundfunk, in der nächsten Woche macht es der WDR und die hörst du dann aber auf allen Popstationen. Ja, die übernehmen das dann nachts. Aber mittlerweile ist Radio kein wichtiges Medium mehr und es war mal das schnellste Medium der Welt, weil anders als Fernsehen kannst du beim Radio sofort reagieren. Da musst du nicht wie im Fernsehen eine Sendung unterbrechen, da muss nicht jemand ins Nachrichtenstudio laufen, da müssen erst Bilder vorliegen, sondern du kannst einfach im Radio sofort reagieren, wenn ein Unglück, eine Katastrophe passiert, wie auch immer. Ja. Und es war das schnellste Medium der Welt. Und das ist es leider nicht mehr, sondern es ist belanglos geworden. Eigentlich auch echt traurig, dass alles so gleichgestellt ist. Ja. Eigentlich auch jeder Sender. Genau, also, du kannst die Sender, es gibt ja, ne, wie wir sagen, es gibt eine Popwelle, das ist dann entweder Antenne Bayern, Bayern 3, beim WDR ist es 1 Live, NDR 2, wie sie alle heißen. Jeder hat eine Popwelle. Dann hat jeder einen Informationsnachrichtensender, dann hat jeder eine Schlagerwelle. Es klingt alles gleich. Aber ich höre zum Beispiel sehr gerne Bayern 3 wegen der Chucky. Chucky die Mörderpuppe? Nee, die Belle. Achso, ich dachte wegen Halloween wolltest du jetzt übergleiten, dass wir noch keinen Horrorfilm geguckt haben. Jetzt, haben wir wirklich noch nicht. Wir haben heute schon den 27. Oktober. Ja. Der Schocktober ist fast zu Ende. Und wir haben noch nichts geguckt. Das müssen Obwohl wir heute das Abend. Sommerhaus, ja. Ja, das ist schon Horror auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, das stimmt schon. Okay, du wolltest von einer Moderatorin erzählen, die dir gefällt, weil... Die gefällt mir, weil ich deren Stimme mag und weil ich, wie sie, also die beiden, Cherry und Chucky, so zusammen Michael Myers agieren. Und Chucky, die Mörder. Ja, genau. Ja. Okay, also die machen den morgen, oder was? Oder was? Die machen manchmal morgen und manchmal abends, 17 Uhr. Dann sei froh, dass sie nicht nachts machen, sonst wirst du nachts noch Radio hören. Ja, dann würde ich ja schlafen, dann würde ich sie nicht hören. Nee. Aber die ist übrigens die Nichte vom Ecki. Aber nicht nur deswegen finde ich die toll. Ich fand die vorher schon toll, bevor ich das wusste. Keiner, wen du meinst, aber ist ja auch wurscht. Vorsicht, dass du da meinen Becherle nicht umtrittst. Dann ganz zum Abschluss hat nur sekundär was mit dem Radio zu tun. Aber früher, viel mehr als heute, gab es im Radio zum Beispiel auch Hörspiele. Gerade im Abendprogramm gab es im Abendprogramm generell viele Sendungen, die es tagsüber nicht gab, weil abends natürlich weniger gehört haben und ein spezielleres Programm war. Das gibt es mittlerweile auch kaum noch. Es gab Radiohörspiele, es gab besondere Sendungen mit viel Wortanteil oder Sendungen, die zum Beispiel ein gewisses Musikgenre hatten. Da hattest du auf einmal auf einer normalen Popwelle abends eine Rock-Sendung, eine Heavy-Metal-Sendung, eine Classic-Sendung, was auch immer. Auch das ist alles völlig aus der Mode gekommen. Aber zum Thema Hörspiele. Ist ja so ein bisschen gleiten, Radio, Kassette, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Warst du ein Hörspielkind? Ja. Was lag denn da in deinem Radiogerät? Erstmal war es Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Okay. Und ich hatte aber auch eine David der Kabauter. An die kann ich mich erinnern. Oder was war denn dann noch? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt gar nicht, was aber so ein bisschen mehr spannenderes, TKKG, 3 Fragezeichen, 5 Freunde, war da irgendwas dabei? Ich glaube, mein Bruder hatte TKKG, da habe ich mal mit reingehört. Aber nee, nicht so.
Und bei denen, die du gehört hast, war das auch, bei mir war es immer so, dass ich mir die oft gewünscht habe. Zum Geburtstag gab es wieder eine Kassette, zu Weihnachten, natürlich. Zu Ostern. Ja? Ja. Und dann aber auch chronologisch, also nein, nee, sondern irgendeine. Oder? Und du wusstest auch nie, wird es eine Benjamin, wird es eine Bibi oder hat man sich irgendwas anderes ausgesucht? Die haben halt, also meine Eltern wussten ja, was ich gerade gerne höre und dann haben sie halt danach. Hast du dir irgendwann beim Taschengeld auch selber welche gekauft? Nee. Okay. Ich habe erst Taschengeld bekommen. Da warst du 20. Moment. Oh, 5., 6. Klasse. Da habe ich nicht mehr viel Hörspiele gehört. Da habe ich mir eher die Bravo von gekauft. Wegen der Nockerten? Na, nicht wegen der Nockerten. Na? Na. Sondern wegen dem Po-Stand. Die Love-Stories waren ja immer toll. Echt? Ja. Hat er nicht mal Oli P. auch mitgemacht und so? War das nicht eines seiner ersten Sachen, die er da... Da haben viele, viele mitgemacht. Von Echt und von Calling the Egg, von dem, weiß ich nicht, wer noch alles. Also da haben immer viele mitgemacht. Selbst die, Blümchen die war da mal. Und die noch. Mädchen und so, sowas habe ich immer gerne. Pop-Rocky, kennst du Pop-Rocky noch? Nee. Das ist auch eine Zeit, die war so Bravo-ähnlich. Die ist Pop-Rocky, wurde Popcorn dann irgendwann eingestellt. Kennt ich noch. Ja, genau. Aber die habe ich nie gelesen. Okay. Und ich wollte sowas ja auch mal Tochter kaufen, aber also die hat auch ein paar da in so eine Girl oder Mädchen oder was reingelesen, aber das interessiert die so gar nicht. Muss das ist voll. Hol ihr die Bravo, wo die Narkarten drin sind, dann interessiert sie sich. Nee, das findet sie eher noch eklig. Ach. Wenn der Dr. Sommerteam, wenn da eine hinschreibt, Kati 13, ich bin mit dem, hab den Olli das erste Mal nackt gesehen, der hat einen Penis, der ist krumm wie eine Banane. Ja. Dann weiß deine Tochter, es ist nicht schlimm. Die findet's eklig. Wenn der eine Bananenform hat. Ja, nee, findet's eklig. Die liest lieber Bücher. Ja, wobei in letzter Zeit auch eher weniger, stelle ich so fest. Also da war es schon mal mehr. Ja, aber sie liest immer mal wieder in eins rein. Und stellt nach Seite 3 fest, das ist nicht meins. Die liest oft 5 Bücher auf einmal. Okay. Also hier das mal was, da mal. Das könnte ich auch nicht. Aber beste Freundin hat gesagt, sie hat das auch schon gemacht. Also ich kann es nicht. Wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch. Ja, wobei bei uns eher so, wir gucken 20 Serien gleichzeitig und haben irgendwann den Überblick, wenn du mal was. Das stimmt. Das ist ja das vielleicht stimmt. Ähnlich wie mehrere Bücher gleichzeitig lesen. Ja, aber Ahnung. Das, also, nee. Gut, ja, dann sind wir durch für diese Woche. Sind wir durch. Liegt irgendwas an am Wochenende? Du wolltest mit mir in den Pumuckl-Kinofilm gehen. Du hast gefragt, wann wir gehen und ich habe gesagt, keine Ahnung, wann wir gehen. Genau, du hast aber keinen Widerspruch eingelegt, sondern willst du da echt rein? Es hat sind sich übrigens die ersten 2 Folgen? 3. Ne? 3. Nicht die ersten, sondern 3 aus den 13. Das hat man dann 3 aus den 13, die man zusammen... Okay. Und heute übrigens, nee, gestern, also wir zeichnen heute mal einen Tag früher auf, gestern am Donnerstag wurde bekannt gegeben, wann es im Streaming läuft. Der 11. Dezember ist der Tag, wo alle 13 Folgen im Streaming verfügbar sein werden. Da sind wir ja mal gespannt. Da sind wir dabei. Okay. Ja. Also jetzt habe ich mir aber noch einen Kuss verdient. Und ich will erstmal wissen, wann wir in Pumuckl gehen. Also der läuft übrigens hier in der Nähe, habe ich gesehen, nur einmal am Tag und zweimal nachmittags. So um 16 Uhr rum oder so. Was? Ja. Und wo? Also hier in jedem Kino? So. Ja, also in Füssen zum Beispiel läuft er um 16 Uhr, in Kempten läuft er zweimal am Tag, 13:45 und 17 Uhr oder so, also, aber immer nur nachmittags, natürlich nicht abends, weil wir gehen. Ja, auf jeden Fall werde ich nicht einschlafen. Na, das ist aber ein Versprechen, oder? Hurra! Hurra, hurra, der Kobold mit dem... Nee, ist klar. So. Das gab's auch? Ja, das war aber 80er und... ja, und? Du hast ja eher Pumuckl-Haarfarbe. Das ist ja. Tochter auch immer. Siehst du? So. Ich kriege jetzt einen Kuss. Ja, sofort. Erstmal müssen wir noch sagen, dass wir euch ein schönes Wochenende wünschen. Wir sind nächsten Freitag wieder dabei. Also wir sitzen hier. Wenn ihr dabei wäret, wäre das ganz toll. Abonniert uns, teilt uns, erzählt es euren Freunden. Wir hätten dann noch den einen oder anderen Abo-Platz zu vergeben. Und schreibt auch gerne Kommentare. Wir können übrigens, das habe ich noch gar nicht erzählt, nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Spotify, kann man Kommentare unter dem jeweiligen Podcast schreiben und sogar eine 5-Sterne-Bewertung geben. Kann man ja mal tun. Ja, und ich muss unbedingt noch die Dani grüßen. Echt? Hi Dani, die immer ganz, ganz fleißig unseren Podcast hört. Ja, aber die Helle ja auch, weil die hat die mir... Die Helle auch. Hat ja, mir letzte hat Woche gesagt, warum ist der Podcast 20 Minuten zu spät online? Das geht mal gar nicht. Das nennt man Fanboys and Girls. So.
meine Fangirls. Ja, wunderbar. Boys sind es keine. Du weißt ja, man kann ja jährlich mittlerweile sein Geschlecht umändern. Also das, man weiß nicht, ob Girl nix ist ja Boy. Es sind beides Girls. So, bis nächste Woche, nächsten Freitag 18 Uhr sind wir wieder da in alter neuer Frische und dann haben wir vielleicht schon den ersten Schnee hier liegen. Vielleicht. Ach, sie macht schon wieder ein Duckface. So, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Egal warum, egal wann und egal wie. Hauptsache, du bist am nächsten Freitag um 18 Uhr wieder pünktlich mit dabei. Denn dann sind sie wieder am Start. Die Buddies. Eine fast perfekte Ehe. Zu hören auf allen Podcast-Portalen und auf dem YouTube-Kanal der Fernsehschatztruhe.